ja nah. Seit jeher hat er einen besonderen Platz in Kunst und Literatur, aber auch in Theater und Festkultur. Er diente der Belustigung des Publikums, etwa dem höfischen Amüsement, doch verkörperte er auch Freiheit und Eigenwilligkeit. Denn er eröffnete einen unangepassten Blick auf die Dinge, regte zum Nachdenken an und weckte Sehnsüchte auf ein Dasein abseits der Konventionen. Im vorliegenden Blatt ist es der Künstler Christian Friedrich Gonne selbst, der uns im engen Narrenkostüm mit Eselsohren unmittelbar entgegentritt. Schnurrbart und Augenbrauen sind kunstvoll nach oben gezwirbelt. Mit schwarzer Kreide hat Gonne das Gesicht herausgearbeitet und mit weißer Farbe Akzente gesetzt, die die Wachsamkeit der Augen zusätzlich betonen. Aus leicht erhöhter Sicht ist sein Blick schelmenhaft auf uns gerichtet. Wir wissen nicht, was er im Schilde führt, aber wir können uns ihm nicht mehr entziehen. Er hat uns im Visier. Wird er uns vorführen? Gar entlarven? Den Spiegel vorhalten? Eine unangenehme Situation könnte uns bevorstehen. Sie könnte uns aber auch zur Reflexion der eigenen Persönlichkeit anregen.